Nummer 2 ist auch dran und oh mein Gott, bitte. Was hat dieser Seitenschweller mit dieser Seite von diesem Auto gemacht? Ey, es ist doch einfach nicht mehr wiederzuerkennen. Ich meine, guckt euch das mal an. Holy shit. Ey, was das für einen Unterschied macht, das kannst du dir nicht vorstellen. Komplett andere Optik einfach. Jetzt, wenn man es sich von weiter weg anschaut, kommt es auch viel heftiger rüber als auf der linken Seite, wo ich nicht so weit wegfilmen konnte, weil die Hecke im Weg ist. Aber das ist einfach nur heftig. So, und jetzt das Allerbeste. Ihr habt es wahrscheinlich eh schon im Titel gelesen, aber wir sind noch nicht fertig. Ja, was könnte man hier noch machen, um die Seitenoptik jetzt noch so einen kleinen Ticken anzuheben und noch ein bisschen brutaler zu machen? Ihr habt es im Thumbnail gesehen. Es gibt jetzt nämlich auch noch zwei wundervolle, glanzschwarz lackierte M3-Style Spiegelkappen. Die hole ich jetzt gleich noch, dann reißen wir die runter, machen die auch noch dran. Und dann ist echt, dann ist einfach komplett Ende. Dann wird hier nochmal ein ganz anderes Auto stehen, ich sag's euch. So sehen die guten Dinger von außen aus. Kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Es sind keine originalen M3-Spiegelkappen, sondern einfach welche im M3-Look. Perfekt angepasst auf den E92 und ich glaube auf die anderen E90-Modelle auch. Einfach Plug and Play, ganz easy. Von Amazon gekauft, 70 Euro oder so. Falls ihr Interesse habt, Link ist in der Videobeschreibung. So schauen die Dinger aus. Schon vorlackiert, fertig, glanzschwarz. Ich glaube sogar Sapphire Black von BMW Original. Sieht unfassbar gut aus. Und hier haben wir auch schon den linken. Ich werde euch jetzt noch ganz kurz zeigen, wie man die montiert. Und dann bin ich gespannt auf die neue Seitenoptik für die Saison 2021. Uff, Alter, was ein Video schon wieder. So, wenn das kein Like verdient hat, dann weiß ich aber auch nicht. Man mag es kaum glauben, aber die sind tatsächlich noch einfacher zu montieren als die Seitenschweller, die wir gerade gemacht haben. Zwar, ihr braucht da eigentlich in der Regel gar kein großes Werkzeug. Und zwar reicht es wirklich, ihr fühlt hier unten ist so ein kleiner Rand, wo die Spiegelkappe anfängt. Und ihr habt es gerade schon gehört, ich habe wirklich mit kleinstem Kraftaufwand, geht ihr da von unten ran, fangt unten an, die wegzuziehen. Und wenn es geknackt hat, fangt ihr oben an wegzuziehen und dann ist sie auch schon da mit richtig schön viel Dreck, der sich über die letzten 14 Jahre da angesammelt hat. Wenn ihr das jetzt hier putzen möchtet, könnt ihr das gerne machen. Wäre ich aber an eurer Stelle vorsichtig, weil ich weiß nicht, wie viel Wasser das hier verträgt. Man sagt auch, dass die Dinger eigentlich wasserdicht sein sollten. Deswegen werde ich jetzt hier einfach nichts waschen an der Stelle. Und jetzt geht ihr einfach her. Wenn man sich das von innen anschaut, sind hier einfach vier Klipse, die wieder einrasten müssen. Und zwar genau in dem und dem Clips. Da gibt es jetzt eigentlich gar nicht so viel dazu zu erklären. Da müsst ihr euch einfach selber ein bisschen rantasten, ein bisschen fühlen, welche von den vier Dingen jetzt gerade eingerastet sind. Aber ich würde euch empfehlen, am besten auch ein bisschen von unten anzufangen. Ich probiere mal mein Glück eben. Ihr könnt euch auch immer schön hier an dieser Linie eben orientieren, dass die schön aufeinander passen. Dann seid ihr auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg. Und das war's schon, meiner Meinung nach. Boah, macht schon ganz schön was her, wenn man sich das so anschaut. Sehr cooles Produkt, kann ich wirklich nur empfehlen. Sollen wasserdicht sein, falls ihr elektronisch anklappbare Spiegel habt, so wie ich. Ist gar kein Problem. Da kollidiert nichts miteinander, fährt sich ganz entspannt ein und auch wieder auf, ohne dass sich irgendwas berührt. Spaltmaße passen perfekt. Genau so sah es vorher auch aus. Hier unten ist es sogar ein bisschen größer, das ist aber ganz normal. Könnt ihr bei euren Originalspiegelkappen nachschauen. Ja, und das war's schon. Wie ich finde, nochmal ein extrem passender und dezenter Akzent. Gerade jetzt bei meinem Setup hier. Schwarze Blinker, schwarze Felgen, schwarz getönte Scheiben und folierte Zierleisten. Da passen die wirklich, wirklich gut mit in das Gesamtbild rein, würde ich mal behaupten. Und uff, Alter, also diese Optik, es ist auch wieder nur eine kleine Sache. Wie gesagt, der einzige Unterschied hier, so ein bisschen eine markantere Linie und eben diesen Flügel hier mit der Windführung. Mehr braucht es gar nicht, um der kompletten Seite auch ein bisschen eine sportlichere Optik zu verleihen. Sehr nice. Gefällt mir richtig, richtig gut und ergänzt sich auch einfach extrem gut mit der sportlicheren Optik, die wir gerade von dem Seitenschweller bekommen haben. Ey, wirklich
Ohne Scheiß, Maschallah. Eieieiei, was für eine Optik, Alter. Komm gerade gar nicht mehr drauf klar. Ey, ohne Scheiß, wirklich, ich kann es jedem empfehlen. Selbst wenn ihr schon die M-Paket-Seitenschwelle habt, Alter, kauft euch diese Dinger. Es sieht, oh Gott, es sieht so geil aus. Und bei den Dingen hier genauso, Alter. 70 Euro, Amazon Prime. Komm, mach, Alter, in 2 Minuten, wahrscheinlich eher 30 Sekunden montiert. Und einfach richtig nice Optik. Verarbeitung perfekt, Lackierung auch. Perfekt. Also was will man mehr? Andere Seite darf natürlich nicht fehlen. Einmal kräftig ziehen und schon ist das Ding ab. Einfach sich ein bisschen rantasten, ranfühlen, von unten anfangen. Wir sehen, das passt hier perfekt miteinander zusammen. Und ich glaube, das war's schon. Ja, da wackelt nichts mehr. Uff, ey, auch von vorne. Ganz wilde Nummer. Ganz, ganz wilde Nummer hier. Ich kann es euch nur sagen. Und die ganz aufmerksam unter euch wissen, dass wir immer noch nicht am Ende des Videos angelangt sind. Denn wir haben ja trotz allem immer noch nicht wieder unsere Einstiegsleisten eingebaut, was ja als letzter Schritt von der Montage der Seitenschweller noch fehlen würde. Da liegen die guten Dinger. Ja, und warum sind die noch nicht wieder eingebaut? Ja, vielleicht musste ich doch noch mal ein bisschen was einkaufen und vielleicht sind es tatsächlich die originalen M-Paket-Einstiegsleisten gewesen. Ich meine, sie sind eh unten. Ja, also warum nicht den kleinen Extra-Schritt gehen? Ich meine, es ist wie die Kirsche auf der Sahnehaube oder wie auch immer. Einfach so ein kleines, nices Extra, was noch super gut zu dem Seitenschwelle hier dazu passt. Dann schauen wir uns die schicken Dinger doch mal an. Wann sieht man sowas schon mal? Originales BMW-Teil. Richtige Seltenheit. Die hier dürfte die linke sein. Ah nee, war die rechte, oder? Hä? Warte mal. Ach egal, ich kann es jetzt hier nicht mehr erwarten, diesen geilen Schutzaufkleber abzuziehen mit euch. Oh mein Gott. Einmal komplett fresh, original, aus der Factory. Eieieiei. Guckt euch das an. Wie sieht das hier bitte aus? Das ist ja einfach viel zu wild. Also man kann ja schon irgendwie verstehen, warum sie so teuer sind. Weil das ist schon echt, boah, eine ganz wilde Nummer hier. Ich probiere jetzt wieder mich zu beruhigen. Es ist nur eine Einstiegsleiste und die werden wir jetzt hier einbauen, um den Seitenschweller-Look nochmal auch von innen zu perfektionieren. Dazu müssen natürlich die Klipse von den alten übernommen werden. Ach, guck an, da ist sogar schon ein neuer drinnen. Hey, krass, dann, wenn bei der anderen auch noch ein neuer drinnen ist, fehlt mir sogar gar keiner, weil mir nur einer abgebrochen ist. Das ist natürlich schmackhaft. So, mit allen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Clips vollständig. Ein Träumchen. Ach, Jungs, was soll ich dazu sagen? Jeden Euro wert. Genug angeguckt. Jetzt muss der Kollege auch rein hier. Ah, soll ich nochmal kurz unten runter sauber machen? Ach komm, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass die Dinger unten sind. Also, was soll der Geiz? Jesus Christ. Dieses ganz andere Einstiegserlebnis jetzt hier. Ah, jetzt. Ohne die Spiegelung sieht man es vernünftig. Also ich sag mal, die Lara weiß ab jetzt auf jeden Fall sofort beim Einsteigen, was Sache ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Jeden Cent wert. Wunderbare Abrundung zu diesen hübschen Kollegen hier. Keine Kratzer. Kein gar nichts. Einfach direkt Neuwagen-Feeling zum Mitnehmen, Alter. Ohne Scheiß. Kann ich jedem empfehlen. Gibt's auf eBay. Komplett original. Kostet halt ein bisschen was, aber hat auch den gewünschten Effekt. So, das mache ich jetzt noch kurz auf der anderen Seite. Ui. Der Glanz ist schon echt heftig. Ich
Ich hoffe, das kommt auf der Kamera so rüber wie ein Reel. Aber das ist schon ganz wilde Nummer. Ah ja, und beim neuen steckt auf der anderen Seite sogar auch einer drinnen. Also auch hier kein Problem, dass mir einer beim Ausbau kaputt gegangen ist. Sehr nice, good to know für euch auch auf jeden Fall. Ach nö. So, jetzt aber. Warum das jetzt auf der Fahrerseite so eine Geburt war, weiß ich zwar auch nicht. Aber Fakt ist, jetzt ist alles eingebaut. Wenn jetzt der Innenraum noch ein bisschen sauberer wäre, würde der Effekt auch hier ein bisschen besser rüberkommen, aber ich würde mal behaupten, das kann sich so auch ganz gut sehen lassen. Dann ganz kurz bevor das Video zu Ende ist, falls es irgendjemand gibt, der Interesse hat an zwei optimal gut erhaltenen originalen BMW Einstiegsleisten, die sind nur ein bisschen dreckig, mache ich auch sauber davor, versprochen, kann ich mich gerne auf Instagram anschreiben, @pardoppeldi. Die sind für einen schmalen Taler auf jeden Fall abzugeben. Genau das gleiche mit den zwei originalen Seitenschwellern, die wir montiert haben. Zustand habt ihr gesehen, eigentlich auch tipptopp. Mit ein paar Gebrauchsspuren halt, wie das ist nach 150.000 Kilometern. Auch da gerne auf Instagram melden, falls da eurerseits Interesse daran besteht. Ja, falls irgendjemand eine originale E92 Front kaufen möchte, nicht M-Paket, Serie, vor Facelift in der gleichen Farbe, dann kann er mich da auch gerne auf Instagram anschreiben. Die ist allerdings in einem etwas schlechteren Zustand als die anderen Teile, aber dafür umso billiger. Genau das gleiche Spiel für die originalen Spiegelkappen in meiner Farbe Sparkling Graphite Metallic. Also quasi alles, was wir jetzt hier in diesem Video ausgetauscht haben, benötige ich persönlich nicht mehr. Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Ja, und den ganzen Änderungen gebührend zum Abschluss würde ich sagen, gibt es für euch noch einen kleinen filmischen Zusammenschnitt mit musikalischer Untermalung. Ich habe gehört, die Leute in der Szene nennen das auch Car-Porn. Freut euch auch aufs nächste Video. Da werde ich mir ein niegelnagelneues Lenkrad einbauen, mit Tutorial natürlich, wie ihr das auch machen könnt. Wundervoll bezogen mit Alcantara perforiertes Leder, abgeflacht. Alles einmal komplett mit originaler M-Paket Lenkradspange. Das sieht auch schon absolut göttlich aus. Da könnt ihr euch im nächsten Video drauf freuen. Und damit viel Spaß beim Car-Porn und bis zum nächsten Mal. Peace. We'll be right back.